You giving it some, huh? Job hat seinen Spaß, ehrlich. Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Grand Theft Auto 5. Wir sind weiterhin mit Franklin unterwegs und begeben uns zu ihm nach Hause. Dort wartet nämlich die nächste Franklin-Hauptmission auf uns. Da sehen wir uns gleich. Die Zeit wird automatisch vorgespult. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. Of course I cope. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the nation of patriarchy. We are women. You're our king. We are women. You're our shepherd. We are women. No doubt. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Come on, homie, we ain't got all day. Let's go. For sure, but what you got up? Kidnapping, fool. That clown D. That OG fool from Ballers. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. You driving. Ja, Chop, beziehungsweise allgemein die Hunde waren ja... schon bei der Erscheinung des Spiels auf der Last-Gen-Generation eine Neuigkeit. Tiere gab es vorher in GTA noch nicht und später wird auch Chop bei uns zu Hause leben und wir können ihn ja mitnehmen, auf Einsätze, mit ihm spazieren gehen und auch ganz witzig über die iFruit-App, die man sich für Android oder iPhone runterladen kann, dann eben auch Minispielchen mit ihm machen und ihn erziehen und ja, ihm sozusagen Erfahrungspunkte verpassen, die ihn dann im Spiel selbst einsatzfähiger machen. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Hey, why are we doing this, dog? Man, cuz, we supplementing our income. More like supplementing the drama in our lives. Is that fool Simeon looking out for us? Damn! Or is he looking Sorry. Out for himself? Shit, himself, I guess. So how a couple of gut-ass fools like us get ahead? By getting serious. Exactly. We two highly motivated, results-driven motherfuckers with an entrepreneurial mindset. Oh, yeah, yeah. Highly motivated self-starters, huh? I'm the kidnapping second. Yeah, starting big. But it always go wrong, don't it? All your schemes for years. They don't go wrong. Shit, man, look Jesus. The fuck out. They don't go right, but I wouldn't say that they go wrong all the time, neither. Not as wrong as they could. I ain't dead, but I ain't rich, neither. How does 40,000 sound? Because that's what's happening right here. Man, I believe it when I'm holding it. Two-way split, homie. Me, you, and Chop. Man, Chop don't get shit. Chop an intern. You hear that, Chop? Man, Frank trying to screw you. Ja, ich hatte das in einem der letzten Videos schon mal gesagt. Also, GTA zu Let's Playen, zumindest in Story-Modus, ist echt eine Herausforderung, weil die Charaktere so viel labern. Und es ist aber auch eine totale Herausforderung, mit dem Fahrzeug hier durch die Stadt zu flitzen und gleichzeitig noch den Untertitel zu lesen, denn gerade dieses Gangster-Englisch ist echt schwer zu verstehen. Und da bin ich doch glatt am Ziel vorbeigefahren. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short with it? I was just saying I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why is it gotta be like that? I'm an OG. N-O-G, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass, crack?
Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something, oh, nigga? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, get that nigga. Come on, let's go. Okay, wir verfolgen jetzt das Motorrad mit dem Lieferwagen, oder wie? Na dann, Franklin, zeig, was du kannst. Sind nicht gerade genau in die andere Richtung gefahren? Na egal. Der rote Punkt auf dem Radar ist der Biker. Und wir können wieder die Kreistaste drücken. Uah! Ich dachte, das schaffe ich noch. Und mit der Kreistaste können wir den Blick der Kamera auf Ziel richten. What the fuck you say something for? We could have creeped up on this nigga. You seeing yourself, Franklin? He's a big black motherfucker, nigga. You're creeping days. Schnellst du's ja nicht, ne? Back up. You ain't even concentrating. Do that special driving thing you do. Ah, drücke L3 und R3 gleichzeitig, um die Spezialfähigkeit von Franklin zu aktivieren. Das ist nämlich seine Slow-Mo. Fupp, diese Geschichte hier. Genau, die wir jetzt eigentlich nicht brauchen. Und ach so, ja. L, oh meine Güte, L3 und R3 aktivieren und dann auch wieder mit demselben Tasten deaktivieren und nicht halten, weil sonst guckt man nämlich nach hinten. Mann. Willkommen beim Anfängerguide des Anfängers in GTA 5. Jesus, ein Auto weit und breit und ich erwische es. Muss ich den eigentlich erschießen oder einfach nur verfolgen? Oh! Problem gelöst. Man, take time. Go get that fool. Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Wie jetzt? Der ist gerade vom Bus gerammt worden. Aber flüchten kann er noch. Alles klar. Go, Chop. Go! Hey, how the fuck you end up with your dumb ass on him, man? Drücke Viereck zum Klettern. Schwupp. Und das Ganze könnten wir eigentlich auch mal in eine Ego-Perspektive machen. Ne? Das wäre mal was Neues. Bisschen Parkour-mäßig. Laufen erhöht deine Ausdauer. Wo ist er denn? Ah, eine Ego-Perspektive, das geht irgendwie gar nicht. Wechsel zu Chop, um alles aus seiner Perspektive zu sehen. Steuerkreuz nach unten und dann mit dem rechten Stick auswählen. Und wir wechseln in die Augen von Chop. Wechsel zurück zu Franklin, um Güterwagen zu durchsuchen. Alles klar. Ach hier. Chop hat geschnuppert, die Güterwagen sind mit gelben Punkten markiert, also kann ich sie durchsuchen. Drücke Steuerkreuz rechts, um die Tür zu öffnen. Chakalaka. Und wie soll der denn so schnell ungesehen in diese Güterwagen verschwunden sein? Vor allem, da er noch die Türen hätte öffnen und schließen müssen. Aber das wollen wir jetzt mal die tiefere Logik nicht hinterfragen. Lay down, bitch. I'm gonna find you, motherfucker. Gut. Wir laufen weiter zu Chop, der hoffentlich die Fährte wieder aufnimmt.
Chop bringt den Pfosten weg. Oh, und jetzt. Ja, mit dem Charakter hin und her wechseln. Oh, was ist denn jetzt los? Da hat er wohl eine andere Fährte aufgenommen. Man, that's a dude, dog. Your little nasty ass ain't picky, is you? And we got shit to do. You giving it some, huh? Chop hat seinen Spaß, ehrlich. Hoffentlich ist es auch ein Weibchen. Damn, homie. Not the time, Chop. Okay. We gotta go. Come on, you horny little motherfucker. You need boot camp or some shit. Chops Benehmen kannst du verbessern, indem du die iFruit-App für dein persönliches Smartphone oder Tablet herunterlädst. Du kannst Chop darauf abrichten, dir im ganzen Spiel zu helfen. Besuche www und so weiter für weitere Informationen. Alles klar. We're in this together, Chop. Let's go. Wir öffnen einen Güterwaggon nach dem anderen. Und da ist der Typ. Fass. Don't hump him. Bite his ass, Chop. Get his ass. Nah, man. Fuck you, you son of a bitch. That bitch just fucking bit me, man. Shut the fuck up. Hey, man, get over here. Oh, shit. What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? Get the fan, punk. Shit. Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beef, man. Shut the fuck hey, up. Man, what the fuck? You, boy? Get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. Chop hält den Tüten im Schach. Und wir fahren los. Mit einer Spezialigung. He gonna be a lost cause like you, dog. Ja, und das ist ziemlich cool. Entschuldigt, dass ich jetzt ein bisschen rede, aber die beiden Typen sind ja ständig am Labern, also kann ich ja auch dieses Spiel überhaupt nicht kommentieren. Oh, das tut mir ganz besonders leid. Ja, über die iFruit-App für Smartphone oder Tablet können wir eben Chop trainieren und das sollten wir auch regelmäßig machen, weil dann der Hund nämlich deutlich besser auf uns hört. Und ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber irgendwie ein ganz witziger Ansatz. Be quiet, I gotta make a call. We got your boy. You calling him on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Oh, fuck. What the fuck Look you done? Look what the fuck done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Während der Vater hin zerlege ich die halbe Stadt. Jawohl. The cops will be all over us, man, if we don't release this asshole. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit because we went easy on your ass. Remember that, dog. This some bullshit. Take me down the cut. Tja, die ganze Aufregung war umsonst. Den Typen haben wir rausgeschmissen. Und wir bringen ihn mal nach Hause. Und das Auto ist auch noch short. Sehr schön. Bestanden, Mission Chop. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten, außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer MacRalph.